Ford wird immer amerikanischer und kehrt Schritt für Schritt zu seinen Wurzeln zurück. Als neuester Beweis steht dafür ganz aktuell der Ford Bronco auf den deutschen Straßen. Der kultige Offroader möchte dabei mit seinem kantigen Retro-Design an die alten Qualitäten der Vorgänger anknüpfen. Ob der Bronco wirklich das Zeug zum Geländegänger hat und ob er im Test auch auf asphaltierten Straßen überzeugen kann, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Also, auf geht's! Mit der 6. Generation gibt es nach ca. 25 Jahren endlich wieder einen Ford Bronco auf den Straßen. In Deutschland kommt er immer in den Ausstattungslinien Outer Banks oder Badlands und immer als Fünftürer mit Hardtop. Beim ersten Einstieg ist mir sofort die kantige Form aufgefallen. Auf der einen Seite echt cool, weil du die Abmessungen insbesondere nach vorne sofort gut einschätzen kannst. Auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen beengend, aber das ist zum Glück nach 2-3 Fahrten gar kein Problem mehr. Der Bronco ist natürlich kein kleines Stadtauto, aber man hat sich eigentlich ganz schnell an die Abmessungen gewöhnt und kann dann ganz entspannt im Verkehr mitschwimmen. Natürlich immer ein gutes Stück über den anderen Autos. Obwohl der Offroader mit einigen Allrad-Features auftrumpfen kann, lässt er sich im Hinterradmodus und mit eingelegtem Eco-Programm ganz entspannt über den Asphalt lotsen. Diverse Assistenzsysteme sorgen dabei für die Sicherheit. Das Fahrwerk und die Bereifung sind für extreme Bedingungen ausgelegt und können insbesondere im Gelände überzeugen. Also, runter vom Asphalt und ab auf den Feldweg, denn dort verspricht der Bronco Abenteuer pur. Der Ford Bronco nimmt es hier mit ein paar ganz etablierten Playern auf. Ein einfacher Allradantrieb und etwas mehr Bodenfreiheit reichen da natürlich nicht aus. Hier auf dem einfachen Feldweg macht der Offroader eine extrem gute Figur. Ist ja auch klar, ich meine, ich habe hier noch verschiedene zuschaltbare Antriebsoptionen, die mir bis hin zu felsigen Untergründen immer optimale Bodenhaftung garantieren. Alles übrigens auch gut erreichbar hier oben über direkte Schalter auf dem Armaturenbrett und nicht versteckt in irgendwelchen Untermenüs. Top! Egal ob Möglichkeit zur Trennung des vorderen Stabilisators, vordere und hintere Differentialsperre oder Trail Turn Assist zur Reduzierung des Wendekreises, der Bronco hält, was sein Äußeres verspricht. Das zuerst genannte Feature ermöglicht, dass sich der vordere linke und rechte Reifen unabhängig voneinander auf- und abbewegen. Die bis zu 7 GOAT Fahrmodi helfen bei der automatischen Antriebssteuerung. GOAT steht dabei für Goes Over Any Terrain. Da wir euch die ganzen Gelände-Features in einem so kurzen Test eh nicht vorstellen können, fokussieren wir uns lieber auf die passive Geländetauglichkeit. Der Bronco Badlands bietet trotz 4,80 Meter Außenlänge kurze Überhänge und kommt somit vorne auf einen Böschungswinkel von 41 Grad und hinten sind es immer noch 33. Die Bodenfreiheit beträgt ganze 26 cm. Dicke Offroad-Bereifung sowie ein Flankenschutz anstelle von Trittbrettern und ein Stahlschutz unterhalb von Getriebe und Differential sorgen dafür, dass man hier mit dem Bronco immer sorgenfrei unterwegs sein kann. Das Äußere spielt zwar immer wieder auf Retro-Elemente an, ist aber natürlich trotzdem auf dem neuesten Stand. Insbesondere die LED-Scheinwerfer und Rückleuchten sehen sehr modern aus. Das vollwertige Ersatzrad an der Kofferraumklappe bietet schnelle Abhilfe bei einem Plattfuß. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich übrigens Area 51. In Kombination mit einigen schwarzen Applikationen ein echter Hingucker. Zu so einem richtigen Abenteuertrip gehört ja auch ein bisschen Frischluftfeeling. Und der Ford Bronco ist da optimal für euch vorbereitet. Das schallisolierte Dach lässt sich nämlich abnehmen und ihr müsst einfach nur hier im Innenraum ein paar Hebel lösen und könnt dann im Handumdrehen die 4 einzelnen Dachteile abnehmen und im Kofferraum verstauen. Und schon ist der Ford Bronco ein Cabrio. Doch das mit dem Dach war noch nicht genug. In unter 8 Minuten sollen sich hier auch die einzelnen Türen ausbauen lassen, sodass man eigentlich die komplette Karosserie des Bronco demontiert. Das ist in Deutschland im öffentlichen Straßenland nicht erlaubt, deshalb zeigen wir es jetzt auch nicht. Aber auf privatem Gelände kann man das durchaus machen und dann hat man mit dem Bronco hier wirklich ein einzigartiges Fahrerlebnis. Für uns geht es nun so langsam aber sicher schon wieder zurück zum Autohaus. Trotz der modularen Karosserie ist es im Inneren angenehm ruhig. Der 2,7 Liter EcoBoost-Motor bietet 335 PS und macht sich erst dann bemerkbar, wenn man die Leistung auch einfordert. Gekoppelt an die 10-Gang-Automatik dreht er selbst bei der Höchstgeschwindigkeit noch angenehm ruhig. Warum ein Fahrzeug mit über 300 PS allerdings auf der Autobahn nicht schneller als 160 km/h fährt, wird hier in Deutschland ein paar Fragezeichen hinterlassen. Ich möchte unsere kleine Probefahrt mit einem Gimmick beenden. Aber ich habe euch noch längst nicht alles erzählt, was es über den Bronco eigentlich zu wissen gibt. Ich habe euch zum Beispiel noch nicht den bis zu 1800 Liter großen Kofferraum gezeigt.
Ich habe euch auch noch nicht verraten, dass Broncos in den USA halbwilde und noch nicht zugerittene Pferde sind, weshalb sich dieses aufgebäumte Tier hier überall am Auto wiederfindet. Und ich habe euch auch noch längst nicht die unzähligen Zubehörmöglichkeiten bis hin zum Dachzelt vorgestellt. Aber Ford wäre nicht Ford, wenn sie sich nicht zu 100% dem Thema Abenteuer verschrieben hätten. Und beim Tanken ist mir dann ein kleines Gimmick aufgefallen, hier im Tankdeckel. Da gibt es noch mal drei kleine Symbole von anderen Bronco-Modellen. Und ich sag mal, wenn so viel Liebe zum Detail in einem Auto steckt, dann ist es definitiv einen näheren Blick wert. Mit diesen Worten, kommt doch mal beim Autohaus Dinnebier vorbei und schaut euch den neuen Ford Bronco selber an. Ihr werdet begeistert sein.